einmal auf dem legendären Wacken Open Air rocken. Der Traum wohl jeder Metalband geht für Stenga 2017 in Erfüllung. Die Franzosen messen sich beim Metal Battle mit 27 internationalen Acts und das erfolgreich. Die Gruppe aus Lille macht den 5. Platz bei dem Newcomer-Wettbewerb. Wir treffen Stenga gleich nach der Siegerehrung auf dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt. Es ist unglaublich. Wir können es nicht glauben. Wir fragen uns noch immer, was gerade passiert ist. Das ist einer der besten Momente in meinem Leben. Ich habe eine tolle Zeit hier mit meinen besten Freunden und Bandkollegen. Platz 5 beim Metal Battle. Ein gigantischer Erfolg für Stenga, die es erst seit 2 Jahren gibt. Und dann auch noch in Wacken. Ich persönlich höre Metal, seit ich 10 Jahre alt bin. Wacken war schon immer eines der größten Metal-Events Europas. Man sieht hier all diese berühmten Bands und unglaublich viele Menschen. Zu Hause in Frankreich rockt das Quintett bisher auf deutlich kleineren Bühnen, aber mit großer Leidenschaft. 2016 veröffentlichen die Metaller ihre erste EP, Mechanic of the Sphere. Ihr Progressive Metal soll nicht nur zum Headbang animieren, sondern auch Emotionen wecken. Merci. Die Leute, die unsere Show sehen, sagen, Stenga macht Musik, die man nicht nur hört, sondern auch fühlt. Genau das wollen wir rüberbringen. Beim Metal Battle kassieren Stenga 1000 Euro Preisgeld. Das wollen sie in die Produktion ihres Debütalbums stecken. Und irgendwann wieder in Wacken auftreten. Dann hoffentlich auf der ganz großen Bühne.